Die Freunde Jesu waren traurig und betrübt. Nun ist Jesus tot und sie haben ihn geliebt. Was sollen sie tun? Was sollen sie jetzt nur tun? Die Frauen gehen zum Grab und ihr Herz ist so schwer. Sie wollen Jesus salben, denn er lebt nicht mehr. Doch das Grab ist leer. Wo ist denn der Herr? Da erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Da erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Er ist da, er ist da. Er ist da, er ist nah, wie wunderbar. Zwei Jünger gehen die Straße einher. Sie sind sehr traurig, denn Jesus lebt nicht mehr. Da kommt ein Mann, begleitet sie und bricht das Brot. Erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Da erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Er ist da, er ist nah. Wie wunderbar. Er ist da, er ist nah. Wie wunderbar. Die Apostel versperren ganz fest ihr Haus. Sie haben große Angst, nun ist alles aus. Was sollen sie tun? Was sollen sie jetzt nur tun? Da erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Da erfahren sie plötzlich, Jesus lebt. Er ist da, er ist nah. Er ist da, er ist nah, wie wunderbar. Thomas kann nicht glauben, was die anderen da sagen. Jesus ist gestorben und wir haben ihn begraben. Ihr wollt mich in die Irre führen. Zum Glauben muss ich ihn berühren. Da erfährt auch Thomas, Jesus lebt, da erfährt auch Thomas.